Die 11 Kilometer lange Baustelle ist eine logistische Herausforderung. Insgesamt 1400 Lkw-Ladungen mit abgetragenem Asphalt und Beton müssen sicher von der Baustelle abtransportiert werden. Bei täglich rund 110.000 Fahrzeugen, die auf der A5 zwischen Obermörlen und Friedberg unterwegs sind, ist eine gute Planung entscheidend. Die Logistik der Lkw richtet sich nach der Frachtentfernung, wohin wir das Material verbringen bzw. es später verwerten. Das sind verschiedene Frachtentfernungen. Wir ermitteln uns dann für jeden Ausbauquerschnitt, ob Bagger oder Fräse, die stündliche Leistung und das dazugehörige Frachtvolumen. Das schwankt hier zum Beispiel pro Ausbaugerät zwischen 8 bis 13 Sattel, die hier je Aufbruchstelle zurzeit laufen. Die Fräse braucht in Spitzenzeiten für 25 Tonnen nur 5 Minuten. Genauigkeit steht dabei im Vordergrund. Der hier abgetragene Asphaltstreifen ist 50 cm breit und 22 cm tief. Doch nicht nur die Stärke kann exakt berechnet werden. Diese Fräsen sind sowohl in der Lage, die Stärke, aber auch die Querneigung einzustellen. Das heißt, sie könnten auch keilförmig fräsen und die fräsen also sehr genau, was das Fräsbild angeht. Zum Baustellenmanagement gehört auch die regelmäßige Kontrolle des Streckenabschnitts auf der A5. Dafür zuständig ist Matthias Achauer von Hessen Mobil. Der Leiter der Autobahnmeisterei Frankfurt überprüft, ob die Baustelle ordnungsgemäß abgesichert und beschildert ist. Wir haben heute über unsere Website a5-baustelle.de einen Hinweis bekommen, dass einzelne Standortschilder die falsche Richtungsangabe enthalten. Deswegen habe ich mich gleich ins Auto gesetzt und habe das überprüft und festgestellt, dass von Kilometer 460,7 bis 460,0 die falsche Richtungsangabe auf der Beschilderung enthalten ist. Da wird jetzt ein Aufkleber mit der richtigen Richtungsangabe Kassel noch auf das Schild geklebt. Durch die falsche Richtungsangabe ist keinerlei Gefährdung jetzt für den Verkehrsteilnehmer gegeben. Die Standortbeschilderung dient letztendlich nur zur Information für den Verkehrsteilnehmer. Während in einem Teil der Baustelle gefräst wird, laufen in einem anderen Teil die Vermessungsarbeiten. Alle 10 Meter kommt ein Eisenstab in den Boden. Der Theodolit errechnet die Höhe von 20 cm über Normalnull. Später wird in dieser Höhe ein Draht gespannt. Der ist für den exakten Einbau der neuen Straßenoberfläche wichtig. Nach 10 Stunden geht eine Schicht für 22 Baustellenmitarbeiter zu Ende. Die Bilanz des Tages: 500 Tonnen abgefrästes Material und 200 angebrachte Eisenstangen.